Es ging hier eigentlich sehr geordnet zu, 1200 mitgereiste Hannoveraner Fans, aber mit sehr wenig Stimmung, wenig Atmosphäre, so eine Art Protest gegen die Pläne von Präsident Martin Kind, der die Mannschaft im Übrigen heute nicht mit nach Bonn begleitete. Andere Breitenreiter, bei dem stand natürlich das Sportliche im Vordergrund, sein 10. Pflichtspiel als 96 Chefcoach, bisher hat er noch keines verloren. Hannover in Weiß, 9. Spielminute, das ist Waldemar Anton und im Tor des Bonner SC Alexander Monat. Bloß nicht früh in Rückstand geraten, Sicherheit ins Spiel bringen und ruhig selbst mal was riskieren, frech sein. Das ist die Vorgabe vom Bonner Trainer von Daniel Zilke. Eine Viertelstunde gespielt, Freistoß Dario Schumacher, Kopfball Lars Lokoc, der Student der Volkswirtschaft. Neuzugang vom TuS Oberpleis, also Landesliga, hat er letzte Saison noch gespielt. Der Bonner SC mit einem Remis und einem Sieg in die Saison gestartet. Die waren fit, die waren in Form, das spürte man. Das ist Moore im Zusammenspiel mit Schumacher, Jesic und der sieht Lars Lokoc. Der startet in den freien Raum und der Ball ist drin. Eine gute Kombination über Schumacher und Jesic. Lars Lokoc, kein Abseits, auf gleicher Höhe mit Philippe und Oscholik. Wirkte nicht unhaltbar, dieser Ball. Philipp Czauner, auch in der neuen Saison, die Nummer 1 immer noch Boraner Tor. Daniel Zilken, seine Taktik ging auf. Bisher seine Mannschaft mit kontrollierter Frechheit. Lars Lokoc, letzte Woche schon Siegtorschütze gegen Uerdingen, der Mann aus der 6. Liga. Und heute mit dem 1:0 gegen einen Bundesligisten. Und das vor fast 10.000 Zuschauern im ausverkauften Bonner Sportpark Nord. Die Reaktion von Hannover. Sané zu Oscholik. In der Mitte wartet Füllkrug und Pripp gegen Monat und gegen den Pfosten. Edgar Pripp, der neue Kapitän von 96, löst den amtsmüden Manuel Schmiedebach ab. Und hier beinahe mit dem Ausgleich gut von Alexander Monat. Hannover erhöhte den Druck. Bonn versuchte, die Gäste fernzuhalten vom eigenen 16er. Das gelang natürlich nicht immer. Schwegler lang zu Felix Klaus. Kein Abseits, der gegen Ugo Dünder. Niklas Füllkrug, Ausgleich. Sie ließen kurz ihre individuelle Klasse aufblitzen. Guter Ball von Neuzugang Schwegler. Klaus gegen Dünder, fairer Zweikampf. Füllkrug löst sich von Spinnrad. Beide gehen da in den Zweikampf zum Ball. Alles regulär. 1:1 zur Pause. Die 96 Feierlichkeiten hielten sich weiter in Grenzen und Sportdirektor Horst Held fühlte sich ein bisschen wie zu Hause. Er ist ja 15 Kilometer von hier aufgewachsen, in Königswinter, Oberdollendorf. Keine 2 Minuten gespielt nach dem Wiederanpfiff. Hannover setzte sich gleich fest in der Bonner Hälfte. Spinnrad klärt, dann Felix Klaus, Perey dazwischen, Waldemar Anton und erneut Alexander Monat. Der Bonner SC stand zwangsläufig sehr tief jetzt, wartet auf eine der seltenen Kontermöglichkeiten. Jesic gewinnt den Ball gegen Schwegler und dann dieses Solo. Bono Jesic. Jesic kam aus der Regionalliga Südwest vom TSV Steinbach, versetzt hier fast die halbe Gästemannschaft. Bonn mit einem deutlichen Zeichen. 54. Spielminute. Und Daniel Zilken, vor 10 Jahren noch Trainer der U17 von Leverkusen. Kampel, Castro, Otschipka, Risse, Höger, die trainiert er alle. Jetzt also erfolgreich beim Bonner SC. Eine halbe Stunde vorbei. Der Regionalligist versuchte, möglichst alle Räume zu schließen. Alles ganz eng. Harnik, der Favorit, führte. Eine halbe Stunde vor dem Ende natürlich Martin Harnik. Letzte Saison mit 17 Toren beim Wiederaufstieg erfolgreich. Fast alle aufgerückt beim BSC, fast alle, aber alles regelgerecht hier. Omer Basic hebt das Abseits auf. André Breitenreiter, nur 4 Gegentore gab es unter seiner Regie und das in 11 Pflichtspielen. Die neue Hannoveraner Stabilität und sie bastelten an der Vorentscheidung. Klaus, Hani gegen Monat und der eingewechselte Karaman mit dem Fallrückzieher hier. Hatte der Bonner SC noch mal die Luft zu reagieren. Es kam Pranjes und der Torschütze gegen Lars Lokoc hatte viel gearbeitet. Zilken bedankt sich bei seiner Neuverpflichtung. Der Bonner SC mit dem Versuch des Spielaufbaus. Hannover störte sehr früh, holte sich jetzt fast jeden Ball zurück und kombinierte schnell in die Spitze.
Schwegler, Füllkrug. 3-1. Bei Ballbesitz schnell und direkt Niklas Füllkrug mit seinem zweiten Treffer heute. Und so sieht einer aus, der sich wirklich Chancen ausgerechnet hatte. Daniel Zilken ärgert sich über die Ballverluste. Die Schlussminuten, das ist der eingewechselte Pranjes. Versetzt hier Felix Klaus, der Ball zu Nico Perrey. Und was war das denn? Er kann es selbst nicht glauben. Traumtor, das gegen Salif Sané. Und wie? Mit der Hacke. Der Trainer gibt vor, Daniel Zilke, volles Risiko jetzt. Alles nach vorne. Dadurch natürlich viel Platz für die Gäste. Klaus, Meier. Nochmal Felix Klaus über die rechte Seite. Und in der Mitte wartet Karaman gegen Perrey. 4:2. 90. Spielminute, die Entscheidung. Der Bonner SC spielte verständlicherweise auf ein 3:3 und bekam dafür das 2:4. Die Nachspielzeit 2 Minuten schon vorbei. Meier, Harnik, dann nochmal Meier, der legt sich den Ball wunderbar zurecht. 5:2. Klasse Tor vom eingewechselten Sebastian Meier. Allerdings auch völlig unbedrängt. Der Bonner SC hatte sich ergeben. Das Ganze jetzt allerdings ein Tor zu hoch und es war immer noch nicht Schluss. Karaman hier Zweikampfsieger, der lange Ball zu Harnik. Das halbe Dutzend ist voll, 6:2. Das war der Endstand. 3 Tore zum Schluss innerhalb von gut 4 Minuten, das war eigentlich zu viel. Ein guter Regionalligist machte den Bundesligisten 90 Minuten lang das Pokalleben sehr schwer. Zu Recht die Anerkennung von André Breitenreiter. Wir haben, denke ich, über 90 Minuten souverän gespielt. Gegen einen Gegner, der es gut gemacht hat, der sich wirklich tapfer gewehrt hat, der auch 2, 3 Situationen kreiert hat und die auch genutzt hat. Trotzdem sind wir cool geblieben. Man muss ja natürlich mal eins sehen. Ja, Hannover hat seit März kein Spiel mehr verloren. Hat seit März nur 3 Gegentore kassiert. Ja, das wissen auch nicht viele. Und wir haben ihnen heute 2 eingeschenkt. Ne? Könnte sein, dass sie in der Vorauswahl Tor des Monats sind mit diesem Tor. Ich glaube, der Monat ist noch nicht zu Ende. Ich muss erst mal Sportschau gleich gucken, ob da noch andere schöne Treffer gefallen sind. Fast 40 Jahre hat es gedauert, bis der Bonner SC mal wieder in der DFB-Pokal-Hauptrunde antrat. Aber mit solchen Toren und mit der Leistung von heute wird das mit Sicherheit nicht wieder so lange dauern.